glaube immer dann, wo die Stimmung am schlechtesten ist und die ist nicht ganz positiv, dann kommt meistens wieder ein besserer Morgen, dann scheint die Sonne hoffentlich wieder ein bisschen heller und Out of the Blue geht es dann meistens wieder in die richtige Richtung, hoffentlich, ja. Die Geldmeisterin. Der Finanzpodcast mit Julia Kistner. Und mit Ernst Huber, Chef des österreichischen Online-Brokers Dadat und der deutschen Brokerplattform Traders Place. Mein lieber Ernst, herzlichen Dank, dass du wieder bei der Geldmeisterin zu Gast bist und uns hoffentlich verrätst, auf welche Investments die Privatanleger dieses Jahr gesetzt haben. Du hast ja sicherlich einen guten Einblick, weil du bist der Chef der Dadat Bank, des Brokers, und ihr habt auch noch einen zweiten Broker, Traders Place, neu gestartet, aber darauf kommen wir sicherlich nachher zurück. Vielleicht bevor wir zu euren Kunden kommen, kannst du mir kurz einen persönlichen Einblick geben, was das Kapitalmarktjahr für dich gebracht hat. Das war ja sicherlich extrem arbeitsintensiv und auch aufregend, weil eben, was ich kurz angedeutet habe, ihr habt ja in Deutschland auch eine Plattform Traders Place gestartet. Vielleicht kannst du erzählen, warum und wie sich das entwickelt hat bis jetzt. Also vielleicht was privat gebracht hat, ehrlicherweise, da schaue ich gar nicht so drauf. Ich bin immer ein langfristiger Anleger, Investor. Ich habe es eh schon öfter gesagt, ich bin jemand, der breit gefächert sein Vermögen investiert hat, ob das im Immobilienbereich ist. Es beginnt beim eigenen Haus, vielleicht bei der einen oder anderen Wohnung. Dann gehören halt ein paar gehören Aktien natürlich mit dazu, Sachwerte. Ich glaube, das ist um und auf, und was bei mir auch immer schon der Fall war. Und durch das gleicht sich das immer wieder aus. Ich bin auch seit jeher ein Fan auch vom physischen Gold und habe deswegen auch seit ja fast Jahrzehnten auch einen gewissen Anteil im Gold investiert. Das liegt und hat sich ganz gut entwickelt. Also ob jetzt einmal das Aktien ein gutes ist, ob es jetzt einmal seitwärts geht oder auch einmal ein bisschen nach unten, das spielt nicht wirklich eine Rolle. An der Long Run funktioniert das und bin ich zufrieden. Also, ich glaube, es war ein ganz ordentliches Jahr, es war ein ganz gutes Jahr, was auch die Rendite betrifft. Natürlich muss man jetzt sagen, die Inflation war nach wie vor hoch in Österreich, leider Gottes zu hoch, auch im Vergleich mit anderen EU-Staaten, alles andere als berauschend. Ich glaube, da haben wir nicht vorbildlich gehandelt in Österreich, aber es ist, wie es ist, und da muss man ganz einfach schauen, dass man bestmöglich durchkommt. Aber in Summe für mich privat, aber noch viel mehr auch für die Dadat Bank, war es ein hervorragendes Jahr. Wir wissen, die Börsenumsätze, vor allem auch im Retail-Geschäft, sind dramatisch zurückgegangen im heurigen Jahr. Man spricht ja von Einbrüchen oder Rückgängen von ein Drittel bis zu über 40 oder bis zu 40%. Da sind die Börsenumsätze von Privatinvestoren zurückgegangen. Ich habe da gerade letzte Woche bei einem Termin in Deutschland mit zwei Vorständen von zwei Börsen diesbezüglich gesprochen. Die haben gesagt, das ist sehr dramatisch und der ganze positive Digitalisierungs-Covid-Effekt ist wieder weggewischt von heute auf morgen. Das können wir bei uns nicht feststellen. Und euer zweites Baby, Traders Place, warum habt ihr damit in Deutschland gestartet? Naja, das zweite Baby, Traders Place, wo ich ja CEO bin, wo ich auch der Gründer bin, das war für mich deswegen so eine spannende Geschichte. Den deutschen Markt kenne ich ja ebenfalls in- und auswendig. Ich war ja hier einige Jahre auch Vorstand oder auch CEO einer der größten Direktbanken in Deutschland, auch mit einem starken Fokus auf das Wertpapiergeschäft, auf das Brokerage-Geschäft. Und wie wir alle wissen, hat es eine ganze Menge an Veränderungen gegeben die letzten 4-5 Jahre. Diese sogenannten Neobroker sind hier stark gekommen in Deutschland. Und ich habe mir dann gedacht, wenn diese jungen Wilden das können, dann müssen es doch wir alten Füchse, die nach wie vor modern digital unterwegs sind, die nach wie vor stark in der Entwicklung sind, aber auch das ganze Bankgeschäft oder Brokerage-Geschäft von A bis Z gut kennen, da müssen wir das auch zusammenbringen. Und das war für mich Anreiz genug, um zu sagen, jetzt versuchen wir es noch einmal. Wir haben ja schon einige erfolgreiche Gründungen und Direktbankenbroker auf die Straße gebracht. Also was mich da auch sehr überrascht hat, ist, dass du ja jetzt sogar dort mit Kryptohandel beginnst. Du hast das kurz angesprochen. Ich kenne dich als sehr konservativer Anleger. Eben physisches Gold ist deins. Wie stehst du denn zu Krypto? Naja, Krypto ist immer eine Glaubensfrage. Ich bin eher ein Mensch, dem Dinge viel wert sind, die auch greifbar sind, Sachwerte, wenn man so will. Aber es ist aber auch Fakt, dass der jüngere Anleger, dass sehr viele auch Interesse haben, auch in Kryptowerten
zu handeln. In Deutschland bietet es mittlerweile fast jeder Broker an und somit haben wir gesagt, ja, dann die Möglichkeit haben wir technisch, sind wir auch dazu imstande. Wir kennen die Thematik, die Materie, ich habe mich mit dem Thema Krypto sehr intensiv beschäftigt, auch die letzten Jahre, Klammer auf, obwohl ich selber überhaupt keine Kryptos habe, Klammer wieder zu. Und somit haben wir es verstanden. Wir sind hier in Deutschland in der finalen Phase. Wir werden hier Februar, spätestens März, eher Februar, werden wir mit diesem Thema live gehen, dass dann Kunden auch, weiß nicht, 30, 35, 40 Kryptos bei uns handeln können, mit dem Vorteil gegenüber einer Kryptobörse, dass der Kunde Wertpapiere, Kryptos, wirklich alles in einem Depot hat. Das geht alles über ein Verrechnungskonto. Somit ist auch alles klar nachvollziehbar. Also der Kunde hat geballt alles auf seinem Depot. Also es ist auch Krypto nicht gleich Krypto. Es gibt Kryptowährungen wie ein Bitcoin, die werden gehypt bis zum Abwinken. Gibt es aber kein Geschäftsmodell dahinter. Das ist für mich, das könnte man überhaupt nicht kaufen. Das ist das Ungreifbarste überhaupt. Aber es gibt auch Krypto Währungen, Technologien, wo interessante Geschäftsmodelle dahinter sind, wo das Ganze einfach schon deutlich weitergedacht ist, kann schon interessante Dinge, Währungen oder Firmen, wenn man so will, geben, wo vielleicht Investment Sinn macht. Das ist dann sehr stark mit irgendeinem Fintech oder mit einem Startup auch vergleichbar. Aber ich glaube, man muss da wirklich jedes einzelne Geschäftsmodell, jede Währung einfach im Detail anschauen, sagen, macht das Sinn, ist das für mich das Richtige? Nichtsdestotrotz muss man sagen, es ist natürlich ein sehr, sehr hohes Risiko mit dabei, in diese Dinge einzusteigen, bis hin zum Totalverlust des Kapitals, aber das ist in anderen Gattungsarten natürlich genauso möglich. Das ist halt doch ein bisschen was sehr viel Spekulativeres. Ja. Das muss jeder für sich selbst bewerten. Wenn wir jetzt nochmal auf 2023 zurückblicken, gibt es da eigentlich was dich positiv wie negativ überrascht hat? Also mich überrascht jetzt, wenn man sich jetzt die einzelnen Märkte anschaut, habe ich das Gefühl, dass es eigentlich besser gelaufen ist, wie alle vermutet haben. Oder wie siehst du das? Ja, sehe ich genauso wie du. Warum es rückläufig ist, es fehlt wahrscheinlich ein bisschen die Volatilität an den Börsen. Es ist doch sehr viel Unsicherheit da. Wir haben eine Krise nach der anderen, die es zu bewältigen gibt. Es hängt sehr viel Unsicherheit in der Luft. Ich glaube, das trägt einen gewissen Teil dazu bei. Und auf der anderen Seite natürlich auch die Zinsen sind kräftig gestiegen. Die Kundinnen und Kunden erhalten deutlich höhere Zinsen im Spar. Bereich, selbst im Tagesgeldbereich. Es gibt wieder gute Alternativen, vielleicht auch mit der einen oder anderen Anleihe, die man erwerben kann, wo die Rendite der Zinsen ganz ordentlich ist. Und das all das mag einen Teil dazu beitragen und natürlich zu guter Letzt auch, oder gut kann man gar nicht sagen, aber ich glaube, dass es ein bisschen eng teilweise auch in der Geldbörse geworden ist bei dem einen oder anderen und das hat vielleicht auch dazu geführt, dass man vielleicht auch ein Depot wieder geschlossen hat. Ich weiß auch von auch bei uns natürlich, wobei es dann überschaubar ist, aber gerade letztes Mal ja du in Frankfurt gemacht und der eine oder andere, sogar ETF-Anbieter hat gemeint, dass sehr viele Kunden wirklich teilweise auch Sparpläne aufgelöst haben. Nicht, weil sie glauben, die Entwicklung ist eine schlechte, sondern weil sie einfach das Kleingeld benötigen oder das Ersparte benötigen, um das tägliche Leben sich auch leisten zu können. Es sind ein paar Parameter, die hier zusammenspielen, aber ich glaube, immer dann, wo die Stimmung am schlechtesten ist und die ist nicht ganz positiv, dann kommt meistens wieder ein besserer Morgen, dann scheint die Sonne hoffentlich wieder ein bisschen heller und out of the blue geht es dann meistens wieder in die richtige Richtung, hoffentlich, ja. Und wie war es eigentlich mit der KI im Sommer? Hat es nicht das Sommerloch ein bisschen abgedeckt und war da auch nicht mehr Handel zu spüren, als plötzlich dieser KI-Hype aufgetreten ist? Nein, nicht wirklich, weil dieser KI-Hype, ja, der ist da. Ich glaube, da gibt es einige wenige Firmen, die ganz extrem profitieren dabei, weil sie halt da federführend mit dabei sind. Was das ganze Thema KI am Ende des Tages dann bringt, muss man ja mal schauen. ChatGPT ist ja immer so das Paradebeispiel. Ich habe da mal eine Zahl gehört, irgendwo zwischen 15 und 20 Milliarden sind da mittlerweile reingelaufen. Mich persönlich war überraschend dieser kontinuierliche Tech-Hype, der weitergegangen ist, wo man vielleicht das unterschätzt hätte. Klar, das konzentriert sich auf die Magnificent Seven, also die großen US-Titel, aber hat man da festgestellt, auch bei den Privatanlegern, dass die sich auf diese sieben großen Werte gestützt haben oder nicht so? Schauen, das war immer schon so, das war auch die Jahre vorher schon so. Das ist auch der Grund, warum der Anteil an Transaktionen amerikanischer Aktien relativ hoch ist bei uns.
Bei uns macht Amerika fast gleich viel aus wie Österreich oder wie Deutschland, aber es hängt genau damit zusammen. Europa hat leider hier das ein bisschen verschlafen. Die großen Tech-Unternehmungen sitzen de facto, was jetzt im Westen betrifft, zumindest ausnahmslos oder fast ausnahmslos in den Vereinigten Staaten. Und ich glaube schon, dieser Hype geht weiter, wobei schon hier ein bisschen eine Schulumkehr stattgefunden hat, so das einfach Geld reinblasen in irgendwelche Ideen, Startups im Fintech-Bereich, im Medtech oder auch in anderen Bereichen, die haben wir fast unbegrenzt Geld zur Verfügung gestellt bekommen. Dieser Hype ist komplett vorbei. Ich glaube, die Unternehmungen müssen heute beweisen, dass die Geschäftsmodelle Sinn machen und funktionieren. Und es ist deutlich schwieriger geworden, in diesem Bereich unter anderem auch durch die gestiegenen Zinsen hier Kapital einzusammeln. Also ich glaube, da hat sich sehr viel getan und ich glaube, das Peak des Hypes ist vorbei. Da bin ich überzeugt davon. Ja. Gibt es noch einen zweiten Hype heuer? Das ist eben Adipositas, die Abnehmspritzen. Habt ihr das auch festgestellt, dass Novo Nordisk und Eli Lilly kräftig gekauft werden von den Privaten? Nicht wirklich. Das haben wir definitiv nicht festgestellt. Dass der Hype da ist, ja, bekommt man mit natürlich, aber beim Anleger hat man das nicht gespürt. Mhm. Also wir zumindest nicht. Und wie ist es mit China? Sammeln die Privatanleger die chinesischen Tech-Firmen oder überhaupt die chinesische Titel günstig ein oder haben sie sich eigentlich aus den Emerging Markets zurückgezogen? Also das Thema chinesische moderne Unternehmungen, Digitalisierungsunternehmungen spielt ein bisschen eine Rolle, aber trotzdem sehr überschaubar, muss ich sagen. Die Leute kaufen eher Unternehmungen, die sie kennen, aus Gegenden oder aus Gebieten dieser Welt, was sie besser greifen und zuordnen können. Und das ist halt in Europa, das sind die Vereinigten Staaten und darauf konzentriert sie sich auch im Wesentlichen. China ist ein bisschen mit dabei, ob das jetzt, ich weiß nicht, moderne Automobilunternehmungen waren, ob das jetzt im Tech-Bereich war, aber sehr überschaubar, muss ich sagen. Also der Fokus liegt wirklich Europa und hier ganz stark immer Deutschland, das war immer so, es wird auch so bleiben, weil diese Firmen kennen die meisten, es ist die gleiche Sprache und dann natürlich sehr viel auch im amerikanischen Bereich. Jetzt hat die Fondsbranche sehr stark das Thema Nachhaltigkeit gespielt. Mir kommt es jetzt persönlich vor, aber ich habe keine Daten, dass Nachhaltigkeit heuer wieder ein bisschen bei den Anlegern weniger Bedeutung hat. Vielleicht ist es, weil die Windkraftparkanlagen so eingebrochen sind wie Ørsted oder überhaupt Green Technology so schlecht performt hat. Seht ihr das auch, dass auch wieder fossile Brennstoffunternehmen, also so wie Shell oder BP, vermehrt gekauft wird, also mehr eigentlich auf den Ertrag wie auf die Nachhaltigkeit geschaut wird? Ich glaube, das Thema Ertrag wird immer eine Rolle spielen. Ja. Ich glaube, Ziel muss auch sein, dass die nachhaltigen Unternehmungen zumindest die gleiche Rendite und das gleiche an Wachstum, an Gewinn erwirtschaften, was, glaube ich, ja über sehr lange Zeit passiert ist. Ich glaube, es war letztes Jahr mal, ja, was nicht so war, aber langfristig wird das hoffentlich so funktionieren. Fakt ist, das Wichtige ist, dass man hier was tun muss in dieser Richtung und ich glaube, das ist auch mittlerweile jedermann bewusst und bekannt und ich glaube, das wird hoffentlich schon in die richtige Richtung auch gehen. Es geht ja auch dem Immobilienmarkt derzeit nicht so gut, vor allen Dingen wegen den gestiegenen Finanzierungskosten. Und dann haben wir eben jetzt auch bei den Entwicklern Pleite, also Stichwort Signa jetzt, weiß man ja noch gar nicht, was das dann nach sich zieht. Merkt man, dass auch die Privatanleger verunsichert sind und aus Immobilienaktien und aus offenen Immobilienfonds rausgehen, weil sie eben Angst haben, dass die geschlossen werden oder dass sie da Geld verlieren? Also die Kunden von uns sind eher, wenn man so will, Aktieninvestoren, machen gewisse Dinge auch im Derivatbereich, im Immobilienbereich oder in Immobilienfonds oder Immobilienaktien, da ist bei uns eigentlich immer relativ wenig los gewesen. Mhm. Und ich kann jetzt gar nicht sagen, ob es jetzt ein bisschen mehr oder weniger geworden ist. Das hat immer ein bisschen eine untergeordnete Rolle gespielt beim Beratungsgeschäft auch. Und dann sind ja Bonds back. Könnt ihr das auch bestätigen durch den Anstieg der Zinsen, dass die umschichten oder tun sie das neue Geld in Bonds stecken oder ziehen sie es vom Aktienmarkt ab und investieren sie in Anleihen? Wie ist das in der Praxis? Also das Geschäft in Anleihen, in Bonds hat über Jahre durch überhaupt keine Rolle mehr gespielt aufgrund des Nullzins, Minuszinsniveaus. Es hat niemand mehr gekauft. Die Nachfrage war wirklich null.
Und das merkt man seit über einem Jahr jetzt, dass die Nachfrage stetig ansteigt. Die Kunden beschäftigen sich ganz intensiv mit dem Thema. Es ist oft ganz spannend, welche Anleihen sogar gekauft werden. Also das ist eine immense Nachfrage da. Natürlich muss man sagen, für uns als Broker, ein Anleihekunde, der investiert einmal und lässt diese Anleihe liegen. Also von den Transaktionen wird das niemals das Niveau erreichen können wie der Aktienhandel oder wie der Derivatehandel. Aber man merkt, am Gesamtkundenvolumen, Portfoliovolumen nimmt der Anteil stetig zu. Du hast auch die nächste Klasse gleich angesprochen, Derivate. Merkt man da einen Zulauf, gerade wenn es so orientierungslos ist, dass man da eben die verschiedenen Spielformen der Derivate, also Zertifikate vor allen Dingen nutzt? Ja, das Thema Derivate oder Zertifikate war immer schon ein Thema bei uns. Ob jetzt die Zinsen hoch oder niedrig sind, das ist immer ein Thema gewesen. Es gibt sehr viele Kunden, sehr viele. So viele sind es gar nicht. Das ist halt immer eine kleine Zielgruppe, die halt sehr viele Transaktionen tätigt. Das sind Kunden, die sich sehr intensiv mit dieser Materie beschäftigen, auseinandersetzen. Das sind teilweise auch Kunden, die wirklich täglich zig Transaktionen machen, Intraday-Geschäfte machen, und da muss man auch das passende Angebot dafür bieten. Das tun wir auch. Ja. Aber das ist, wenn man sich die gesamte Kundenanzahl heranzieht, dann sind das vielleicht 5 oder vielleicht sind es maximal 10% der Kunden, die sich mit dieser Materie beschäftigen. Und wie schaut's aus mit dem Cash-Polstern in den Verrechnungskonten? Stellt man das fest, weil ich weiß nicht, ob sie es verzinst, aber dass die Leute das wieder dort liegen lassen, mehr wie früher? Ich glaube, das ist ziemlich unverändert. Es ist sogar ein bisschen weniger geworden, glaube ich, auf den Verrechnungskonten. Auch deswegen, weil Kunden, bevor sie mehr Geld am Verrechnungskonto haben, legen sie das auf ein Sparkonto, wo ein bisschen stärkerer Zins drauf ist. Wir bieten unseren Kunden auch ein Sparkonto. Ist man täglich fällig jetzt mit 2,5 Verzinsen. Und Kunden, die einen größeren Betrag drauf haben, geben das einfach bei uns auf das Sparkonto, um hier Zinsen zu kassieren. Das Verrechnungskonto, das war immer so, es wird auch immer so bleiben. Da werden keine Zinsen bezahlt. Der Kunde investiert, geht wieder raus. Aber es sind sehr viele Kunden, die am Sparkonto, am täglich fälligen bei uns einfach zwischenparken. Aber es ist nicht mehr geworden am Verrechnungskonto. Es ist eher ein bisschen weniger geworden, weil die Kunden umschichten. Auf Sparkonto, aber auch genauso investorzinsliche Wertpapiere zum Beispiel. Wenn du jetzt den Ausblick für die nächsten 12 Monate uns geben solltest, wie oder auch die langfristige Kapitalmarktlage, wie schätzt du die ein und was sind die großen Themen, Chancen und Risiken, glaubst du, in den nächsten Monaten? Da tue ich mir jetzt schwer, weil es kann eine persönliche Einschätzung sein und am Ende des Tages muss das jeder für sich selber beurteilen. Wir wissen, Veranlagungen in Wertpapieren bergen immer Risiken, ist immer mit Risiken behaftet, das Ganze. Ich glaube, die Zeiten werden volatil bleiben oder werden unsicher bleiben. Wir haben eine ganze Menge an Krisenherden auf dieser Welt. Ich glaube, so viele, wie wir wahrscheinlich schon sehr lange nicht mehr gesehen und gehabt haben. Ich glaube, solange die Unsicherheit da bleibt, solange auch die Zinsen hoch bleiben, ist das Potenzial am Aktienmarkt jetzt nicht so, dass man ziemlich bullisch oder sehr bullisch sein sollte. Ich sage immer, mittel- bis langfristig macht es natürlich immer Sinn, das habe ich auch immer gesagt, aber natürlich sind wir gerade in einer sehr unsicheren Zeit unterwegs und ich glaube, dementsprechend soll man auch mit der Veranlagung vorgehen. Ja. Man hat immer Chancen natürlich, wie du gesagt hast, Chancen auf Risiken, immer Chancen auf Zugewinne, wenn man zur richtigen Zeit die richtigen Werte hat. Auch ganz wichtig, ich sage es immer, breit diversifiziert zu veranlagen. Ich sage immer nicht auf alles auf eine Gattung zu setzen. Auch da macht es Sinn, einen Teil in Aktien, einen Teil in Cash zu haben. Vielleicht auch ein bisschen was in Gold, auch in Anleihen, also breit diversifiziert zu veranlagen, um hier wirklich allen Eventualitäten Rechnung zu tragen. Und am Ende des Tages ist es klar, wenn ich in Wertpapier investiere, dann muss ich ja damit rechnen, dass es einmal nach unten geht und dass es auch einmal Jahre gibt, wo das Portfolio noch weniger wert wird, aber mittel- bis langfristig, wenn man es ordentlich macht, dann sollte das Ganze schon funktionieren. Ja? Und gegebenenfalls auch einen Berater aufsuchen natürlich. Mhm. Diversifizieren hört man immer und überall. Jetzt ist gerade eben der großartige Investor Charlie Munger mit 99 Jahren friedlich eingeschlafen. Buffett und Munger haben in der Berkshire Hathaway zum Beispiel ein Schwergewicht mit 40% Apple. Das kann man wahrscheinlich nur machen, wenn man entsprechend Kapital hat. Für den Kleinanleger ist wahrscheinlich die Diversifikation trotzdem sehr, sehr wichtig und das sollte wahrscheinlich nicht
auf große Schwergewichte setzen, oder? Wie siehst du das? Sehe ich genauso, ja. Also die sehr viele unserer Kunden oder vor allem auch die jüngeren Anleger, die gehen ja ganz stark in Richtung ETF, weil sie sagen, da bin ich ganz breit gefächert, diversifiziert, ich habe geringste Produktkosten. Wenn ich es über einen Online-Broker mache, dann auch fast keine Transaktionsspesen, teilweise sogar überhaupt keine Transaktionsspesen. Also die Frage ist immer, wie intensiv beschäftigt man sich mit der Materie, wie gut kenne ich die jeweiligen Firmen und dementsprechend kann man und sollte man dann auch agieren, aber das je nach Risikoappetit, je nach Wissen des Kunden oder des Anlegers, je nachdem, wie intensiv er sich auch beschäftigt mit den jeweiligen Unternehmungen, aber das muss jeder für sich selber bewerten und auch beurteilen, was für ihn Sinn macht. Ja. Ernst, dann sage ich herzlichen Dank und wünsche euch weiterhin viel Erfolg mit euren beiden Brokern. Vielen Dank, alles Gute. Vielen Dank auch, Julia. Danke sehr. Alles Gesagte ist nur die persönliche Meinung von Julia Kistner und daher keine Anlageempfehlung und keine Rechts- und Steuerberatung. Für Verluste, die aufgrund von getroffenen Aussagen entstehen, übernimmt die Autorin Julia Kistner keine Haftung.